Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier in War in the East 2. Immer noch Spielzug 55, 5. Juli 1942 und wir haben letztes Mal in den letzten zwei Folgen die Heeresgruppe Nord abgeschlossen. Wir gehen jetzt zur Heeresgruppe Mitte, wobei mir gerade noch aufgefallen ist, was habe ich denn hier noch bei Tula stehen? Die 98. Infanteriedivision, die 328. Die sind beide relativ fit, wieder wisst ihr was? Kann aber nicht schaden, dass die einfach noch ein bisschen mehr sich verbessern können und sollen. Ah, lass mal da stehen. Boah, die 23. Infanteriedivision. 17 Angriffswert. Irre. Auch die könnte ich natürlich jetzt langsam an die Front schmeißen. Das ist nur die Frage. Irgendjemand muss ich da jetzt rausnehmen. Was haben wir denn mit der 16. Armee generell für eine Stoßrichtung? Stoßrichtung ist Richtung Tambov. Wisst ihr was, dann bringen wir doch die 23. Infanteriedivision auch schon mal in dem Raum in Stellung. Die müssen wir dann natürlich noch an ein anderes Hauptquartier dranhängen. Das hier klappt derzeit noch nicht. Ja. Das mache ich dann in der Ruhephase. Aber vielleicht mache ich es doch mal hier, damit ihr seht, was dann letztendlich passiert, was passiert ist. Ich schaue mal eben an die 16. Armee. Und 16. Armee hat genügend, genau, 26 von 27 möglichen Führungspunkten. Das heißt, wir kriegen dort keinen mehr rein. Jetzt haben wir gerade die 23. Infanteriedivision hier hochgeschoben. Sollen wir mal schauen. Ah, die können beide hier hoch. Okay. Nee, da muss ich ein bisschen größer umhängen, denke ich. Da muss ich ein bisschen größer umhängen. Hier oben kann ich zumindest schon mal sagen, dass die zur 16. Armee nur gehört. Dass die erstmal keine Core-Unterstützung hat. Und hier unten muss ich tatsächlich, wisst ihr was, wir hängen die beiden dran. Das ist das 48. Core. Das heißt, wir hängen die beiden Einheiten ans 48. Hier ebenso. Damit ihr nur mal ein bisschen seht, was da letztendlich oder was ich für Schritte mache. Ich sortiere jetzt im Prinzip von Süden nach Norden durch. Jetzt haben wir hier zu viele Einheiten. Wir haben 12 von 9 Führungspunkten aufgebraucht. Das heißt, diese beiden Einheiten hier muss ich wieder an ein anderes Hauptquartier hängen. Das werden wir dann an dieses Hauptquartier hängen, denke ich mal. Genau. Die Einheit hier können wir wegnehmen. Die gehört auch zur 16. Armee dazu. Das ist das 53. Korps, das heißt, wir hängen die 323. ans 53. Korps. Dann hängen wir die ebenfalls ans 53. Korps und so. 53. Korps. Jetzt ist das Korps natürlich überlastet. Dementsprechend, was haben wir denn hier noch? Ah, hier haben wir noch ein Korps. Ziehen wir das mal nach vorne. Und zwar hier oben die 263. ans 7. Korps. Die sind nicht überlastet. Ja, und schon passt es wieder. Genau, keines der Korps ist jetzt überlastet in Form von, dass sie zu viele Einheiten befehligen müssen. Passt. Gut, dann gehen wir weiter. Runter. Es ergeben sich doch ziemlich viele Möglichkeiten hier nach wie vor. Vielleicht sollte ich hier auch noch den einen oder anderen Kampf führen. 6,2 zu 1,2. Wisst ihr was, das mache ich. Schau mal, die 391. Schützendivision hilft hier aus. Deswegen ist mit unserem Angriff nichts geworden. Haben weiteres Hauptquartier hier vertrieben. Und dann gehen wir runter zur, jetzt muss ich direkt nachschauen, genau, 4. Armee und die dunkelblaue ist die 11. Armee. Gehen wir da weitermachen. 8,8 zu 5,1. Das könnte knapp sein. Dann greife ich doch lieber mit aller Macht hier, was haben wir denn hier stehen, die 375 Schützendivisionen. Greifen wir lieber mit zwei unserer Divisionen an. Und damit haben wir die in die Flucht geschlagen. 2000 Mann Verluste bei den Sowjets. Wie gehen wir denn jetzt hier weiter vor?
Ich muss mal schauen, ob ich mich hier überhaupt allzu sehr aus der Reserve rauslocken lassen sollte oder rausgehen sollte. Vorteil momentan ist ja noch, dass wir hier in gutem Gelände stehen und das Gelände wird natürlich hier deutlich schlechter. Auf der anderen Seite können wir uns hier hinter dem Fluss zurückziehen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, bis zu dem Fluss vorzurücken. Wir wollen ja eh noch weiter Richtung Osten. Gut, die Einheit steht deutlich besser da als gedacht. Das war eine Schützenbrigade. Ich muss noch mal schauen, haben die Unterstützung erhalten? Ich hätte nicht ordentlich aufgepasst. Ja, durch die 146. Panzerbrigade wurde als Unterstützung mit dran gehängt. Zu 0,9. Ich probiere es trotzdem nochmal. Die Panzerbrigade dürfte jetzt nicht. Doch, die hilft immer noch, ist immer noch dabei. So. Bevor ich jetzt, und jetzt habe ich nämlich vergessen, ich mache jetzt Angriffe und meine Luftwaffe ist ja auch schon dabei. Sollte ich vielleicht doch lieber erstmal mit der 3. Panzerarmee angreifen, denn da brauche ich die Luftangriffe definitiv, um da vorwärts zu kommen. Ja, komm, wir machen jetzt im Hinterland schon mal ein bisschen die Kessel hier. Bereinigen noch ein bisschen die Kessel. 2,1 zu 0,1. Wieder knappe 5000 Mann weniger. Das heißt, ich kann jetzt hier die Einheit von der 11. Armee auch wieder Richtung Front bringen. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich können wir die alle Richtung Front bringen. Ja, vielleicht gar nicht schlecht, jetzt hier hinten mit den Kesseln anzufangen. Da ist die Frage, macht das meine Infanteriedivision oder lasse ich es meine Panzerdivision machen? Und mechanisierten Divisionen, wisst ihr was? Ich lasse es die mechanisierten Einheiten machen, die müssen immer aufgestockt werden. Und ich brauche jetzt an der Front dringend und schnell auch zum Lückenschließen auch wieder Infanterie. Das 7,8 zu 2,4. 10.000 Mann sind es hier bei der 108. Schützendivision. 10.000 Mann hier aufgegeben. Machen wir einen zweiten Angriff. 2,5 zu 0,5. 6.500 Mann aufgegeben. Und dann kann ich eigentlich die 29. Motorisierte. Wo habe ich denn Depots, die schon einigermaßen funktionieren hinter der Front? Hier drüben. Ja, dann bringen wir die auch mal hier rüber. Gut, ist die Frage. Ja, da sind wir jetzt schon mal an dem Depot hier dran. Hier unten haben wir noch die 8. Panzerdivision. 8,8 zu 4,3 hier unten. Mache ich einen geplanten Angriff. Oh, 20.000 Mann stehen da drin. Beide aufgegeben. 20.000 Mann weniger. Irre, irre. Was haben wir denn jetzt schon wieder für sowjetische Verluste diese Runde? Das sollte ich mir dringend mal anschauen. In dieser Runde haben die Sowjets 93.000 Mann verloren. Bis jetzt. Mal schauen, ob da noch ein bisschen was dazukommt. Packen die Italiener den Angriff hier? Nein, packen sie nicht. Und mit anderen Einheiten komme ich auch nicht ran. Dann werde ich jetzt doch die 8. Panzerdivision dafür noch nutzen. Und hier die 28. Schützendivision hoffentlich von der Karte nehmen. Jawohl, weitere 7.500 Mann weniger. Das heißt aber auch, ich kann meine Panzereinheiten jetzt auch wieder weiter nach Norden bringen. Wie sieht's denn aus? TOE 74, Munition voll, Treibstoff voll. Eigentlich Combat Preparation Points sind ein bisschen schlecht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch einen Zwischenstopp machen sollte, eventuell hier bei Milarovo oder Tschertkovo. Und die Einheit hier mal ein, zwei Runden ein bisschen zur Ruhe kommen lasse. Aber ich kann sie natürlich hier auch direkt an die Front bringen. Wisst ihr was? Das lasse ich mir offen. Wie weit kann ich die hochbringen? Vielleicht brauche ich die noch als Flankensicherung, wenn ich die Einheiten hier oben abgezogen habe. Denn die sollen ja tendenziell jetzt Richtung Stalingrad gehen. Da graust es mir. Ihr seht schon, ich mache gerade immer so ein bisschen Bogen um Stalingrad. Da graust es mir so ein bisschen. Da graust es mir so ein bisschen. Ihr habt ja den Abwehrriegel gesehen. So. Teile von der 11. Armee, die bringen wir natürlich jetzt auch Richtung Norden hoch.
Hier noch von der 4. Armee. Wie stehen denn die da? 88% könnten auch mal wieder aufgefrischt werden, zumindest in Bezug auf Munition. Die stehen hier schon alle auf Refit. Dann setzen wir die noch. Ja, wobei, wisst ihr was? Ich lasse mir die noch offen, denn ich weiß nicht, wie weit ich hier noch nach Osten rücken muss mit der 11. Armee und der 4. Armee, dass ich noch ein bisschen Luft habe. Denn wir müssen jetzt mal hier schauen, was wir im Raum Stalingrad machen. Also, Stalingrad werde ich nicht direkt angehen können, beziehungsweise sollte ich vielleicht auch nicht machen. Plan ist, Stalingrad einzukesseln. Das werde ich diese Runde wahrscheinlich nicht schaffen, wenn ich mir diesen Abwehrriegel anschaue. Das heißt, ich brauche eine nördliche Zange und eine südliche Zange. Werden wir uns aber erstmal um die nördliche Zange kümmern. Großes Problem hier sind die Kontrollzonen. Ich habe hier überall mehrfache Kontrollzonen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich die ein bisschen rausbekomme, dass ich Einheiten von weiter hinten oder beziehungsweise mit Einheiten von weiter hinten die Kontrollzonen freiräume und damit den Einheiten, die hier vorne stehen, dann hoffentlich möglichst weit hier noch über den Fluss drüber kommen, über die Wolga. Das wäre das Ziel, hier heute nördlich noch über die Wolga zu kommen und eine Position zu einzunehmen, die dann aber natürlich auch zu halten ist. Ja, also nicht um jeden Preis. Kontrollzonen wegbekommen. Ja, wie? Zum einen wäre es gut, wir haben hier westlich von Stalingrad eine Gumrak Airbase ist hier. Okay, Gumrak. Der Flughafen ist auch recht bekannt natürlich. Die 120. Schützendivision, auch nicht stark angegriffen. Ich möchte auch Stalingrad nicht die Chance geben, sich tief einzugraben. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht mit meinen beweglichen Einheiten hier dieses statische Ziel angreifen. Es wäre gut, wenn ich hier mit Infanterie rankomme. Jetzt schauen wir uns mal an, die 57. Infanteriedivision. Wer kommt denn hier noch ran mit einem Angriffswert von 6 bestmöglichst? Die 113. Die sieht gut aus. Angriff haben wir 7,8 zu 2,6. Klappt das? Ist die Frage. Assigned Support Units. Ich hänge jetzt hier gleich mal 2 Pionierbataillone dran. Die 6. Armee hat von mir auch noch schon ein paar Pionierbataillone bekommen. 7,8 zu 2,6. Es ist wirklich die Frage, ob ich das schaffe. Na komm, ich probiere es einfach. Ja, die 83. Wir können es jetzt sehen, die 83. Kavalleriedivision wurde noch als Reserve drangehängt. Damit befürchte ich, werden wir diesen Angriff nicht schaffen. Vielleicht können wir den Befestigungslevel um eine Stufe runterbekommen. Nein, wir haben es rausbekommen. Die 120. Schützendivision ist allerdings bloß geroutet. Das heißt, die ist hier rausgesprungen und die befestigte Region hat aufgegeben. Das ist gut. Das heißt, wir haben hier schon mal eine Kontrollzone weniger, durch die ich mich bewegen kann, sollte oder muss. Jetzt müssen wir schauen. Diese Einheiten hier, 6. befestigte Region und die 212. Infanterie-Schützendivision, die sollte ich bestmöglichst auch rauskriegen. Dazu bräuchte ich aber wahrscheinlich 2 Infanteriedivisionen. Wir schauen mal mit der 57. Und dann brauche ich noch irgendeine Infanteriedivision. Ah ja, hier die 24. Ist zwar von einem anderen Korps, aber das macht nichts. Habe ich hier Unterstützungseinheiten? Ja, Pionierbataillone. Die hängen jetzt doch relativ stark dran. Pionierbataillone an der 2. und 3. Panzerarmee. Die habe ich doch im letzten Zug noch rübergeschaufelt. Jetzt schauen wir mal, welche ich hier nehme. Oder kriege ich von der 6. Armee noch jemand hier hoch, der mir helfen kann? Nein. Nee, wisst ihr was? Dann nehmen wir die 24. Infanteriedivision. Wir nehmen jetzt mal 2 Pionierbataillone. Habe ich die jetzt dran? Ja, 2 Pionierbataillone. Die 57. Infanteriedivision hat nichts dabei. Jetzt schauen wir mal an, die beiden kombiniert angreifen ohne Panzer. 22,9 zu 10,2, das sollte klappen. Luftunterstützung ist an. Brauchen wir es mal so. Jawohl. 16.000 Mann sind da drin gestanden. Die 7. befestigte Region hat aufgegeben und die 212. Schützendivision hat sich zurückgezogen auf dieses Feld hier drüben. Das ist sogar die Frage, ob ich da nicht vielleicht sogar noch nachsetzen sollte. Meine Infanterie kann hier nicht nachsetzen. Gut. Das heißt, dass die
10. Panzerdivision, die 6. Panzerdivision, die 24. Panzerdivision wieder frei sind. Das heißt, sie sind nicht in einer Kontrollzone, aus der sie sich erst rausbewegen müssen, was wertvolle Bewegungspunkte kostet. Hierdurch, ja, hierdurch. Dann schauen wir mal. Das werden wir doch irgendwie hinkriegen, oder? 10, angesetzt von 17. Wir probieren es mal mit der 14. Panzerdivision. Die Einheiten sind jetzt auch eingegraben, dass wir hier noch eine weitere Lücke aufmachen. Auch hier zur Unterstützung nehmen wir mal ein Pionierbataillon mit. 10,2 zu 2,7. Ich würde mich natürlich fragen, zu 2,7. Na ja, komm, das machen wir. Wird schon hinhauen. Na, wir haben eine Reservedivision, die aktiviert worden ist. Dann wird es wahrscheinlich nichts. Befestigungsstufe würde mir dann schon reichen durch die Pioniere. Doch, hat geklappt. Immerhin geroutet. Was haben wir denn hier für Verluste gehabt? 39 Panzer auf sowjetischer Seite, 5 auf unserer, 2300 Mann. Verluste waren also relativ gering bei den Sowjets, aber ich habe hier zumindest jetzt schon mal, jetzt schauen wir mal, ob ich die Lücke hier noch irgendwie aufkriege. Ah, wahrscheinlich nicht. Durch eine Kontrollzone muss ich immer noch mindestens durch. Ja, durch eine Kontrollzone muss ich immer noch mindestens durch. Was haben wir denn hier wohl stehen? 212. Schützt. Ach, Moment. Die 212. Das war doch, die hatten wir doch hier im Angriff vorhin, oder? Die 212. Das heißt, eine Division, die hier drin steht, ist nicht kampfstark. Ganz im Gegenteil. Und schauen wir, was kommen wir denn hier mit den Panzerdivisionen? Ne, die kann ich maximal zur Sicherung nutzen. Kämpfen kriege ich die ja nicht mehr ran. Die 23. Panzerdivision. Schauen wir mal. Verteidigungswert. 151. Schützendivision steht hier drin. Ich glaube nicht, dass ich die hier rausbekomme, oder? Nee, die letzte Bewegung war nicht gut. Dann schauen wir, dass wir die hier wegbekommen. 4,8 zu 1,9. Ja, durch die ganzen Kontrollzonen hier. Ah, ich will darüber. Wie kriege ich denn die jetzt hier raus noch? Die 7. Panzerdivision. Ich die Kontrollzone hier aufhebe, 4,4, das reicht nicht. Wen nehmen wir denn dann noch mit ran? Und die beiden Division ist erledigen. Eine weitere Aktivierung hier. Dann stellen wir die 7. Panzerdivision. Naja, lassen wir sie mal erst hier. Okay. Aber ich glaube, über die Wolga komme ich hier nicht mehr drüber. Doch, hier oben. Dann wäre ich aber zumindest, dann wäre ich hier schon mal über die Wolga drüber. Das wäre nicht so verkehrt, wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Dass wir da schon mal einen Brückenkopf haben. Ich kann jetzt noch schlecht absehen, wie weit ich jetzt hier noch komme. Die 10. Panzerdivision. Ja. Kann ich jetzt wirklich nur groß, kann ich jetzt wirklich nur großräumig da darüber gehen? Ich schaue mal gerade mal so ein bisschen meine Optionen an, was ich hier noch alles an Einheiten stehen habe. Schade, schade, schade. Nee, da komme ich nicht. Da komme ich nicht rüber. Wir schauen mal, ob ich hier an der, was ich hier an der südlichen Flanke machen kann.
Aber hier komme ich nicht rüber, ne. Hab auch keine Einheiten mehr mit 8, brauche ich hier nicht angreifen. 19 komme ich da nicht drüber. Ich zoome mal ein bisschen raus, ob mir das gefällt, was ich hier sehe. Der Schlenker nach Norden gefällt mir natürlich nicht wirklich, muss ich ja ganz ehrlich sein. Ah, Moment. Die 24. Panzerdivision hat hier ordentlich 17. Wenn ich hier über den Fluss angreife. Nee, kommt, wisst ihr was? Wir machen es jetzt so. 3,5 zu 2,8, wisst ihr was? Ich greife hier aus der Bewegung an. Wir haben Luftunterstützung. 30 U88. 8. Panzerkorps hat 100 Panzer verloren. Nicht schlecht. Kann ich da noch nachsetzen? Wohl kaum. Doch, eventuell schon. Eventuell schon. Wir setzen direkt nach, auch wenn das Kräfteverhältnis gerade nicht so aussieht, aber die sind auf dem Rückmarsch. Die wurden gerade schon zurückgedrängt und was sollte man im besten Fall machen? Mit zurückweichenden Truppenteilen angreifen, angreifen, angreifen. Das gilt für jeden Krieg. Gut. Ich schau gerade mal auf die Uhr. Ich bin schon wieder übermäßig lange hier zu Werke. Ich glaube nicht, dass ich den Kessel ganz zu bekomme, aber jetzt schauen wir mal, was ich hier unten erreichen kann. Ich müsste schauen, dass ich mit möglichst viel Infanterie hier rankomme. Zum einen einmal den Kessel hier bereinigen. Oh, und gehalten. 11. Schützenkorps, dann greifen wir nochmal geplant an. 15.000 Mann hier aufgegeben. Gut, die lassen wir jetzt hier mal stehen, die Einheit. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wie die Infanteriedivision hier nachrücken können. Ja, wo die nachziehen, muss ich mir noch anschauen. Hier offen halte. Schauen wir, was wir hier im Süden noch erreichen können. Komme ich noch mit Infanterie hier an irgendwas gewinnbringend dran? Die 305. Nee. Ich komme über die Flüsse nicht wirklich drüber. Dann haben wir natürlich hier ein Kontrollzonenproblem. Das müsste ich aus der Welt schaffen. Ich würde es gern günstig aus der Welt schaffen mit irgendwas anderem außer Panzereinheiten, aber ich befürchte, das wird nicht gehen. Nee, komme ich nicht ran. Dann muss ich die 16. Motorisierte machen. Auch hier zwei, nehmen wir mal. Ein Pionierbataillon sollte eigentlich ausreichen, oder? 9,8 zu 0,2. Ich greife jetzt trotzdem geplant an, denn die muss weg. Ja, hätte es überhaupt nicht gebraucht, logischerweise. Gut. Wie viele bewegliche Einheiten haben wir jetzt noch? Jedes Reich. Nee, ich werde hier die Lücke nicht. Ich werde hier nicht. Nochmal Kontrollzone. Hier durch. Wenn die Einheit weg wäre, würde mir das sehr viel helfen. 8,5 zu 3,8. Wir probieren es mal. Unterstützungseinheiten, Pionierbataillon, Sturmgeschützbataillon. Und wir hängen jetzt einfach auch nochmal das Leerpanzer-Aufklärungsbataillon mit dran. Und schauen, dass wir die Einheit hier weg. Ah, ich kann nicht geplant angreifen. Hm. 4,2 zu 3,9 mit Luftunterstützung. Klappt das oder klappt das nicht? Also wenn es klappen würde, könnte ich mich hier
Jetzt überlege ich nochmal, würde mir Smith was bringen, Kontrollzone hier runter. Hier sind keine Kontrollzonen, egal was ich mache. Hier sind immer Kontrollzonen. Da ist eine, ja, ist wurscht. Egal was ich mache, da sind immer Kontrollzonen. Ja. Aber wenn ich hier unten Einheiten rausbekommen könnte. Hier drüben, schauen wir mal. Das 16. Kavalleriedivision hier raus. Dann die 200, das 202. Panzerregiment. Damit werden wir die Einheit hier auch nicht vertreiben können. Nee, ziemlich sicher nicht. Das Reich. ,6 zu 5,3. Wisst ihr was? Schauen wir mal, was haben wir denn hier noch für Unterstützungseinheiten? Panzerjäger, Panzerjägerbataillon. Ich hänge jetzt alles dran, was ich zur Verfügung habe. Das Panzerregiment noch mit dran. Und dann würde ich sagen, greifen wir mit dem 202. Panzerregiment und mit der das Reich hier an. Hat geklappt. Ich kann es selber nicht fassen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass ich den Ring hier auch einigermaßen zubekomme. Bekomme ich aber nicht zu, oder? Sieht nicht so aus. Muss ich ein wenig kreativ werden. Ja, so kreativ kann ich gar nicht werden, dass ich hier die Lücke noch zubekomme. 6. Panzerdivision. Okay, jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich mit der 2. Panzerarmee tendenziell eher die südliche Zangenbewegung hier mache. Hier kommen wir nicht durch. 6. Panzerdivision kommt eh nicht so weit, wisst ihr was? Dann sichere ich doch mit der 6. Panzerdivision und Konsorten die Flanke hier ab. Ach Mensch. Ich hätte die Eisenbahnlinie unterbrechen können. Die Chance habe ich jetzt vertan. Ja. Ja, wobei, wenn ich mit der 19. Panzerdivision hinkomme, ist zumindest, wir fahren dahin, ist zumindest hier das Hexfeld blockiert. Richtig schön ist es nicht, aber es setzt den Sowjet unter Druck, würde ich jetzt mal sagen. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier noch mit den Einheiten rankommen. Ich muss natürlich hier noch schauen, dass wir hier zumachen. Da komme ich auch nicht wirklich hin. Mir fehlt hier diese Lücke. Aber gut, die machen eh, wenn, dann machen sie eh nach hinten auf. Ich glaube, das ist nicht weiter tragisch. Ja. Wisst ihr was? Dann sollte ich mir echt nochmal Gedanken machen. Ich muss diesen südlichen Arm hier noch irgendwie unterstützen. Vielleicht noch mit Einheiten. Ah ja, Gott, wir haben noch Einheiten der 3. Panzerarmee. Ich sag's jetzt mal so, ich mische die beiden Armeen jetzt ein bisschen durch. Ich werde natürlich versuchen, was heißt versuchen? Ich werde definitiv die Einheiten dann auch wieder neu umstrukturieren. Aber ich muss jetzt erstmal schauen, dass wir hier unten die südliche Zange hier ein bisschen verstärken. Ja. Sollte ich dringend machen. Und ich denke mal, den Bereich, den wir hier eingenommen haben, den kann ich eigentlich auch wieder aufgeben. Damit wollten wir einen Kessel bilden. Wichtiger ist es, dass ich hier möglichst viel
Mann und Material hier rankomme. Dass wir oben einen Schwerpunkt bilden können. Das ist dann, was ich brauche, aber auch. Ich mische die Einheiten jetzt durch. Die werden dann nochmal neu umsortiert. Wo stehen wir denn noch recht schwach da? Hier drüben. Ja, genau. Jetzt kommen wir dann in die Bereiche, wo wir uns wieder mit der 11. Armee einigen müssen, wo die Einheitsgrenzen liegen. Ich würde fast sagen, ich muss das alles jetzt nochmal ein bisschen überdenken. Ich bin mir sicher, wir werden Stalingrad in der nächsten Runde einnehmen können. Einkesseln können. Das sollte funktionieren. In dieser Runde hat es nicht geklappt. Und was ich jetzt mit den restlichen Einheiten drumherum mache, muss ich mir noch anschauen. Ja, machen wir das so. Ist vernünftig. Ich muss mir das alles noch mal genauer anschauen, wie wir da weitermachen. Und das machen wir dann in der nächsten Ausgabe. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative, natürlich auch strategische Entscheidungen. Auf all euren Schlachtfeldern macht es gut. Ciao, Pferdzeug, Servus.